Dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, Copa España gegen Girona. Das wollen wir natürlich schaffen. So, jetzt haben wir nur. Ja, können wir hier? Können wir wechseln? Der Wechsel zustimmen. So ist es richtig. Und wir machen weiter. Wie gesagt, mit der Supercup und dem Ende des Transferfensters. Wir wollen natürlich weiterkommen in der Runde der 32, stehen wir momentan. Da wollen wir natürlich hin. In die nächste Runde. Entschuldigung. Na komm, wir können mal Pokal. Können wir einen Pokalkeeper reinsetzen. Auf geht's! Im Estadio de Montilivi sind wir heute zu Gast, liebe Zuschauer, und damit willkommen zu dieser Partie. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und auf unserem Programm steht heute ein K.O.-Spiel. FC Girona gegen Athletic Bilbao. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wird spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge aufs Spiel. Jo. Wie gesagt, wir wollen in die Runde oder in die Nägel sind in die nächste Finale, in die nächste Pokalrunde. Jetzt die Verteidiger. Abwehrschlachten, aber die haben da eigentlich gar nichts gegen. Soll doch der Gegner kommen, ne? Genau, Wolf. Das ist herzlich wenig mit Initiative. Die igeln sich hinten ein, machen einfach dicht und dann müssen wir mal abwarten, wie sich das hier entwickelt. Brown zum Tor, Remiro. Also das als Pokaltorhüter darf Kepa heute mal eine kleine Pause haben. Wieder Libre. Gefährlich, schönes Dribbling. Ah, schade. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Großer Bell, die Flanke kommt. Leider nein, kommt nicht durch. Abwehr macht zu. Ja, heute da ist aus Verlieren verboten. In der Liga kann man es vielleicht noch was verschmerzen. Aber besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der am Ball drauf hat. So, eine Sache für die Zeitlupe. Abseits angezeigt, aus meiner Sicht enge Kiste. Das wird Einwurf geben an diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Das hat er geahnt. Ja, es gibt. Jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet. Ja, muss jetzt nur mit abwarten. Ah, scheiße, das war jetzt nicht beabsichtigt so. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Jetzt haben wir Sanchez. Könnte jetzt was werden. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Weil er kommt aber nicht durch. War dann doch zu halbherzig. Stuani. Da bekommt er Unterstützung. Ah, das gibt Gelb. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Er zeigt Gelb. Iñaki. Dann geht auch die Karte in Ordnung. Ja, ein bisschen Frust ist gerade drin, weil das überhaupt nicht zusammenläuft. Wir kriegen heute keine Abschlüsse. Girona macht sehr gut. Wir haben in der letzten Saison verloren gegen die hier. Ballverlust. Mit 3-1 und ja, sie führen wir Girona. Sache heute darf man nicht verlieren. 20. 1-0. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Fuck, Stuani. Genau der wichtigste Mann da vorne drin bei denen. Eigentlich alles klar. Der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool. Heute ist Verlieren verboten. Und wie kriegen wir es noch nicht gebacken und liegen mit 0-1 hinten?
Aber noch ist Zeit. Oh ja, der Ball. Kann man auch nein. Das war wichtig. Solche Gegner musst du knacken. Wieder nix. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da, der Konter. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Via Libre. Er zieht einfach vorbei. Geht er rein. Via Libre. Halten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Jetzt nimmt das alleine mit. Jetzt Via Libre. Boah, unglaubliche Parade. Und wieder hält der Keeper. Gegner im Spiel und noch Sanchez. Und Tiga Piedra sagt danke. Der ist warm jetzt. Drei Dinger jetzt rausgeholt in kurzer Zeit. Nein, wieder nicht. Nummer 4. Der ist momentan so aufhalten. Der hält Girona gerade alleine in der Partie. Wann knackt Bilbao das Abwehrbauwerk? Yes, 1-1. 34. Endlich haben sie es. Diesmal kann der Keeper überhaupt nichts machen. Nicht aus der Position, nicht mit der Kraft. 1-1 der Ausgleichstreffer. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, da ist Platz jetzt. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Go, Isabel. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt vielleicht mal Williams. Williams. Doppelschlag, 40. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Ja, wenn du so eine Außenseite dann aber geknackt hast, wenn du irgendwann, dann kann es auch passieren, dass du mal ein zweites hinterher legst. Und jetzt haben sie ihre eigene Führung. Jetzt haben sie das, was sie wollten. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Oh ja, dabei. Stuani. Da suchen sie jetzt die Lücke. Das hat er geahnt. Villa Libre. Glück gehabt, dass der nicht durchkommt. Angezeigt, eine Minute. Pause. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Klar, vorne mal jemanden schützen von der Williams mal rausnehmen. Der soll ja geschützt werden, weil der mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Alles ist hier bereit. Für Hälfte 2, Bilbao führt knapp. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Der Doppeltorschütze geht jetzt raus. Gute Grätsche, hat den Ball. Ja, Williams jetzt raus, Majoral jetzt noch in der Mannschaft. Christian Stuani. Nicht, dass ich das noch recht. Da passt der Klasse. Und Remiro. Sie sind natürlich im bisherigen Spielverlauf einfach noch zu ungefährlich. Da machen sie es der Abwehr zu leicht. Wenn sie diesen knappen Rückstand noch ihr genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Ja, toll gehalten. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Tor zählt nicht, hat Handspiel. Die Gankov, der. Und auch schon so ein bisschen vor Probleme gebracht hat. Kommt jetzt. Damit Majoral. Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Muniain.
Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Kehre. Das ist natürlich ein guter Pass. Kein Problem, ganz sicher. Ja, du hast jetzt hier vielleicht nicht das 2:3 kassiert, dann kannst du was am Eigen werden. Kurze Ecke jetzt. Nächste Chance, noch eine Ecke. Ach, ich würde auch scheiß kurz in Ecke. Kurz ausgeführt. Jetzt die Flanke. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Viktor Tsigankov. Er bekommt Hilfe. Ah, das könnte es. Da kommt keiner mal auf die Idee ranzugreifen. Und Guanca, 2:2 Ausgleichstreffer, genau das ist es halt. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor, eine super Aktion. Besser geht's nicht. Alles wieder offen hier. 2:2. Ja, geh doch mal einer mit hin. Nur der Ball rollt ein bisschen dadurch gegen. Oh Mann! Ey, wieso geht da keiner hin? Der Ball rollt ins Mittelfeld. Ich geh mal da weg, ne? Und plötzlich führt wieder der Außenseiter. Und mein Best Friend trifft. Ne, Guanca, Doppelschlag. Jetzt rausgeht. Doppelschlag. Der Titelverteidiger. Kurz davor den zweiten Titel zu fangen. Jetzt ist er wieder drin. 71. 3:3. Via Lille. Man will unbedingt diese dritte Runde. Man will weiterkommen. Und dazu muss man das mal Girona jetzt überstehen. Aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Runde. Man merkt, dass da vorne einer fehlt, statt wenn Williams weg ist. Dass man keinen Top-Stürmer, einen zweiten Top-Stürmer hat. Man hat keine Alternativen. Das hat man ja eigentlich bei einer Majoral geholt. Aber auch der ist halt kein Williams. Aber wieder Libre! Mertl auch nicht, aber der verhindert. Oder wie gibt. Jetzt kommt die Ecke. Gibt der neuen Eckball. Ecke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Der Schuss. Aber der Ball ist weiter gefährlich. Sanchez. Gute Aktion vom Torhüter. Super Aktion. Gut geklärt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Entweder machen wir sie in der regulären oder mal. Ach komm, da war doch überhaupt nichts. Der fällt doch wie sonst was, wie so ein Stein. Den Freistoß kann er abwehren, gute Aktion. Da wollten sie austricksen, aber das hat nicht geklappt. Viel Zeit ist nicht mehr. Noch 5 Minuten, um hier irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Großer Bell. Ja! Oh! Sanchez! Euer und Sanchez! 86. Der hat schon so viele wichtige Tore geschossen. Der hat, glaube ich, das Siegtor in Manchester geschossen. Auch den Ausgleich gegen United hat man geschossen. Und jetzt trifft er in Girona zum 4:3 in der 86. Der Titelverteidiger führt an Girona mit 4:3. Ist das die Entscheidung, Uschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Guter Einsatz, er hat den Ball. Jetzt könnte Nein. Der Pass kommen. Langer Ball, 90. läuft, da Spielzeit. Kann man es hier angenommen mal machen, zu Belia. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen.
Pfeife ab, Schiri. Wir haben es geschafft. Puh. Glück gehabt. Glück gehabt. Girona war noch drin. Verdient? Ja. Aber Glück gehabt. Glückwunsch. Die Mannschaft hat gezeigt, wo es klappt, wo es rund läuft. Aber man hat natürlich auch gesehen, da stimmt noch nicht alles. Blicken wir auf die Zahl der Gegner. Am Ende ist es Evo im Pokal, weil man weiterkommt. Man ist in der nächsten Runde. Es gibt Gegner, da kannst du dir das in der Form nicht erlauben. Hauptsache, man ist weiter. Alles andere ist wurscht. Pokal heißt, egal wie, man ist durch. Sanchez mit dem Siegtreffer. In der 86. Ja, gut, wie gesagt, verdient, definitiv. Aber am Ende ist es. Eigentlich fragt man gar nicht nach, wie. Hauptsache, wir sind in der nächsten Runde. Ja, der Titelverteidiger ist durch. Okay, jetzt sind 600.000 nochmal. Gut, wir machen noch kurz die Deadline Day. Ach nee, wir haben gar kein Deadline Day, wir haben noch ein Pokalspiel. Wir haben noch ein Pokalspiel zwischendurch, dann sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Das wird dann nach meinem Urlaub sein. Das ist das nämlich jetzt die letzte, dürfte jetzt die letzte Folge vom Urlaub vor, also wenn die Folge rauskommt, ist es nach meinem Urlaub. Aber wie dem auch sei. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns wieder morgen dann, wenn ich richtig mitgezählt habe, ist morgen Dienstag. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei FIFA 23 mit dem Pokal im Achtelfinalspiel in der Copa España. Bis dahin, tschüss.